Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 98. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem guten Marc. Hi, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut. Es ist viel zu warm, ihr seht das auch. Also ich war gerade eben duschen, es hilft einfach gar nichts. Ich weiß nicht, bei euch auch so warm? Es ist extrem warm. Es ist vor allem diese Schwüle, die halt einem so richtig fertig macht. Und ich war eben noch mit dem Hund draußen und es war das erste Mal, dass ich, glaube ich, mit Shorts draußen war. Also das sagt schon einiges. Aber wir haben auch fabelhafte Themen heute. Zum einen holen wir ein bisschen was nach im Sinne von Banned and Restricted Announcements vom 19.05. Das ist ein Weilchen her und betrifft jetzt nicht die Hauptformate, aber trotzdem wollen wir kurz drauf eingehen. Dann haben wir auch schon Dungeons & Dragons Forgotten Realms Spoilers, beziehungsweise einen kleinen Teaser bekommen. Drei Karten werden wir da besprechen und dann, ich glaube, heute oder gestern war der letzte offizielle Tag von Modern Horizons 2 Previews und dementsprechend reden wir da über unsere Top 5 Lieblingskarten, also jeweils von uns 5, insgesamt dann 10. Und zu guter Letzt dann noch Ask Us Anything. Wir haben wieder ein paar Fragen von euch zu bekommen und da möchten wir dann drauf eingehen. Passend dazu haben wir den Discord, den ich hier mal kurz bewerben möchte. Da könnt ihr mit uns in Kontakt treten, da könnt ihr Leute zum Spielen finden, da könnt ihr Commander-Runden antreiben oder auch Webcam, weiß nicht, Pauper oder Modern oder Standard oder worauf immer ihr Bock habt. Kommt da gerne zu, Links findet ihr in der Beschreibung, genauso wie zu unserem Twitter, Instagram und auch Patreon, denn wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das auch dann gerne über Patreon tun. Dann kriegt ihr den Podcast ein bisschen früher, in der Regel ein paar Stunden bis zu einem ganzen Tag, vor allen anderen in voller Länge als Video. Und an dieser Stelle auch schon mal vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen. Aber mit dem Vorwort aus dem Weg fangen wir mal an mit der ersten Thematik. Und zwar haben wir Bannings. Bannings in Historic. Thassa's Oracle wurde dort am 19.05. gebannt. Grund dafür war von den Mystical Archives Tainted Pact, was dann eine Combo ermöglichte, wo man dann sein gesamtes Deck mit millen kann und dann eben mit dem Thassa's Oracle Enter the Battlefield Trigger eben direkt gewinnen konnte. Das Interessante hierbei ist, es handelt sich um das Online-Only, Arena-Only-Format Historic, wo in der Regel Sachen erstmal suspended werden, bevor sie gebannt werden. Das wurde jetzt hier nicht gemacht. Hast du eine Theorie, woran das liegen könnte? Weil die Suspended-Liste wahrscheinlich eher dafür da ist, dass man guckt, okay, wie sieht das denn ohne das aus? Und wenn man dann merkt, so, okay, da fehlt wieder was oder es war gar nicht so suppressive oder gar nicht so schlimm, dann schiebt man das zurück. Diese Combo hingegen ist so unendlich daneben. Weil sie halt, also ich habe sie im Commander gespielt. Mhm. Und zwar im Competitive Commander. CDH. Ja. Turn 1, Turn 2 Killdecks. Das sollte schon zeigen, warum das nicht funktionieren sollte. Warum Tainted Pact meiner Meinung nach überhaupt nicht ins Historic gehört. Aber es wurde halt als Mystical Archive gedruckt, weil in Paper ist das Ding okay, weil da gibt es das schon ziemlich lange, wo ich sagen muss, da hätte man schauen müssen, was man macht. Naja, Tainted Pact, für alle, die es übrigens nicht wissen, ist ein 2-Mana Instant, ein generisches, ein schwarzes mit dem Text Exile the top card of your library. You may put that card into your hand unless it has the same name as another card you exile this way. Repeat this process until you put a card into your hand or you exile two cards with the same name, whichever comes first. Also man deckt quasi immer weiter die Karten auf, bis man halt eine Karte doppelt hat. Und die Art und Weise, wie diese Decks funktioniert haben, sie haben quasi MDFCs missbraucht, also missbraucht in Anführungszeichen, Snow-Covered Mountains und beziehungsweise Snow-Covered Lands und normale Basic Lands verwendet, dass wirklich jede Karte einmalig drin ist. So, und wenn man die Construction quasi drin hat, sein Tainted Pact auf der Hand hat, dieses eben castet, man kann ja recht aggressiv dafür mulligan, dann hat man zwangsläufig Thassa's Oracle in der Hand, die dann eben mit dem Enter the Battlefield Trigger gewinnt und halt eben ein paar, wie heißt das nochmal? Ritualeffekte, die quasi dann Mana erzeugen und so dann eben quasi on the spot gewonnen. So ein bisschen wie halt auch Thassa's Oracle die Oops Old Spells Deck quasi in Pioneer und in anderen Formaten quasi bestärkt. Mhm. Wie findest du Thassa's Oracle? Du hast gesagt, du hast es selbst schon gespielt. Findest du jetzt, nachdem es eine Weile schon in Magic ist, bereichert es Magic oder ist es mehr so eine Falle, über die man früher oder später in jedem Format irgendwie stolpert? Ich denke, es wird früher oder später in jedem Format Probleme damit geben. Du hast es gerade eben schon genannt, das Format, was Thassa's Oracle berühmt und berüchtigt gemacht hat, Pioneer.
Also das ist halt abartig gewesen, dieser Kombo-Sommer, den man da hatte. Das war ja unendlich schlimm und hat, glaube ich, ganz, ganz viele Leute aus dem Format getrieben. Und auch in anderen Formaten, also sei es jetzt Commander, sei es Legacy, wo es auch in Doomsday gespielt wird, sei es in Modern, wo es dieses Self-Milling-Deck gibt. Ich habe es schon gesehen im Dredge, wo man einfach sein Deck wegdredgt und dann sagt, hier, ich reanimiere die aus dem Friedhof und habe gewonnen, weil wofür soll ich noch irgendwas anderes machen? Tassis Orakel führt zu ganz vielen Problemen, meiner Meinung nach. Genauso ist Tassis Orakel das Hauptproblem gewesen für unseren Combo Frühling 2019 im Legacy. Okay. Weil da war das auch sehr bekannt. Da war das auch sehr dann weit vorne. Ja, genau. Genau. Also man hatte Tassis Orakel und man hatte Breach. Mhm. Also Underworld Breach, was halt sagt, man kann Karten aus dem Friedhof casten. Und dann hat man eben einen Storm-Zauber gespielt, der gesagt hat, mill drei Karten Storm. Und dann hat man den aus dem Friedhof immer wieder auf sich selber gecastet. Dann hat das Orakel gelegt und gewonnen. Und hat damit um jede Art von Restriction, die der Gegner haben könnte, herumgespielt. Noch nicht mal eine weiße Leyline oder irgendwas in diese Richtung funktioniert. Das war echt nicht schön. Und es gibt ja eine Menge Effekte wie Tassis Orakel. Ja. Es gibt ja den Laboratory Maniac. Genau. Ich glaube, Jace Wielder of Mystery. Bitte? Hast du den nicht mal gezogen bei uns im Time Spiral? Das kann gut sein, dass der da mit dabei war. Und es gibt diesen Jace. Jace Wielder of Mysteries, genau. Der Mana dasselbe quasi als passive Ability macht. Also wenn man durch Mill sterben würde, gewinnt man stattdessen. Genau. Aber es ist halt beides. Also das eine ist ein Planeswalker, der sehr schwierig aus dem Friedhof wiederzubekommen ist. Mhm. Das andere ist eine Kreatur, die noch was zusätzlich braucht, weil der Maniac muss entweder eine Runde liegen oder man braucht einen Zauber, der einen noch eine Karte ziehen lässt. Tassis Orakel kommt ins Spiel und man hat gewonnen. Ja, es ist halt wirklich, dass es auf diesem ETB-Effekt quasi liegt. Also sobald es da ist, ist es dann auch vorbei sozusagen. Also tatsächlich finde ich solche Selbstmüllstrategien als Konzept sehr interessant, weil sie halt eine ganz andere Art und Weise von Magic the Gathering-Spielen ermöglichen. Auch diese Deck-Restriction, man muss wirklich kreativ werden, bis man dann jede Deckliste irgendwie dann hat, dass man immer nur eine Karte quasi drin hat. Und Tainted Pact als Karte finde ich halt auch einfach ein einzigartiges Design, was mir halt eben, wenn man es halt ein bisschen später nur macht, also es waren ja wirklich Decks, die haben halt Turn 4 konstant gewonnen, spätestens. Und wenn man dann quasi irgendwas halt noch findet, eben wie so ein Jace Wield of Mystery, das ist mehr auf Turn 5, 6, 7 ermöglicht, dass halt wirklich ein legitimer Combo-Kill mit einem Setup dabei ist, dann hätte ich da auch eigentlich weniger Probleme mit. Aber wie du schon sagst, also es hat Pioneer eine ganze Zeit lang gestört, neben noch anderen Combo-Decks. Dann halt in Modern gibt's ja auch Upsol-Spells, in Legacy gibt's Upsol-Spells. Und immer ist das Oracle im Mittelpunkt von diesen Decks. Und ja, also ich muss auch sagen, es ist auch immer exakt Tassis Orakel. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, was das angeht. Weil die anderen beiden Optionen, die du hast, sind um so vieles schlechter, dass es einfach keine Option ist, die zu spielen. Ja, das stimmt. Und ja, aber soweit würde ich sagen zu dem BNR-Announcement von Historic. Ich bin mal gespannt, wie viele Mystical Archives-Karten noch für Probleme sorgen werden im Format. Vermutlich noch ein paar.